Hey ho und willkommen zu einem neuen Projekt. Die Biene Meier Klatschmohnwiese in Gefahr für den Game Boy Advance. Ja. Ich kenne das Spiel nicht, das heißt, es ist ein Blind-Projekt. Ich habe mal vor Ewigkeiten, glaube ich, mal so 2-3 Minuten lang gespielt, dieses Spiel. Nun gut, ich versuche das ganze Spiel halt, halt basierend auf der Zeichentrickserie, die ich als Kind oft gesehen habe. Mit der Biene Maya und ihren ganzen Freunden da, Willi, Flip und wie sie alle heißen. Auf jeden Fall ganz niedlich. Ich fange einfach an, drücke Start und dann gucken wir uns das tolle Spiel mal an. Wir haben noch keinen Spielstand, das ist Suppi. Dann beginnen wir natürlich auch einen neuen und Abenteuer der Freunde. Ja, wir sind abenteuerlustig, also spielen wir natürlich auch ein Abenteuer. Herausforderung, leicht, mittel oder schwer, weil ich das Spiel nicht kenne, da es ein Kleinprojekt ist, bleibe ich bei leicht. Und wir haben die Wahl zwischen Maya und Willi. Okay, Maya, Willi, Maya, Willi. Ich spiele mit Maya. Da das Spiel ja Biene Maya heißt und nicht Biene Willi, spiele ich mit Maya. Okay, was kann ich denn machen? Ich kann laufen, ich kann springen, ich kann mich ducken. Okay. Kann ich mit... Achso, mit... Dann kann ich das, okay. Was kann ich noch? Achso, wenn ich B gedrückt habe, dann mit dem Sprung, dann... Nee, wenn ich stehe nicht, nur wenn ich springe. Okay, dann kann ich also fliegen. Schön. Also ein Platz zeigt mir, ich soll hier hochspringen. Okay, ich habe hier Blütenblätter. Ich vermute mal, dass es so ähnlich ist wie bei Mario, wenn man eine gewisse Anzahl davon hat. Okay, jetzt kann ich mir also ducken, um hier runterzukommen. Wenn man eine gewisse Anzahl davon wahrscheinlich hat, dann kriegt man... Ah, okay. Achso, damit füllt sich mein Honigtopf auf. Wenn ich da drauf hüpfe. Ja, gut, der ist voll. Was wollte ich jetzt sagen? Wenn man eine gewisse Anzahl von diesen Blütenblättern wahrscheinlich bekommt, kriegt man wahrscheinlich irgendwas. Will mir vorstellen. Oder... Naja, egal. Wenn ich hüpfe und dann B, gut, fliegen. Gibt's hier irgendwas? Bis jetzt ist es ja recht einfach, ne? Aber halt dieses Level kenne ich auch noch so, als ich mal halt getestet habe. Das heißt, ich kenne hier ein bisschen was und wenn man hier runter geht, dann ist man halt durch. Gut. Und ich glaube, mehr weiß ich von dem Spiel jetzt auch nicht mehr. Also, lange habe ich ja das Spiel nicht gespielt gehabt. Achso, es geht direkt weiter. Wir kriegen keine Cutscene oder sowas, also einfach weiter latschen. Na gut. Ich meine, bisher können wir ja nur Blüten aufsammeln. Ey, wieder Honig im Kopf. Nein. Okay, wenn ich jetzt auf irgendwas drauf hüpfe oder so. Ich soll auf irgendwas drauf hüpfen. Auf dich da unten. Blub. Ja, du warst wahrscheinlich mein erster Gegner. Eine Schneck. So, komm. Na. Wollte gerne diese Blüte da oben haben. Yeah, ich hab sie gekriegt. Hurra. Wir werden es ja sehen, wenn wir erstmal genug von diesen Blumen haben, ob es denn wirklich was gibt. Wozu soll ich denn da drauf hüpfen? Achso. Ah. Verstehe, verstehe. Was ist das hier? Keine Ahnung, ich hab's eingesammelt. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet, wow. Wofür das jetzt war? Yay. So, gut. Also bisher ist das Spiel recht simpel. Also, um sie. Da ist Willi. Hallo Willi. Hey, ich habe Willi eingesammelt. Einfach mal so. Gut, das war's auch schon wieder mit diesem Level. Ja, bisher recht einfach. Aber ich habe einen Willi gefunden. Hurra. Ah. Okay. Jetzt beginnen wir wahrscheinlich unser erstes richtiges Level. Vermute ich mal. So, wir haben wieder ganz viele Blüten. Ich werde es ja gleich sehen. Wir haben ja fast 100. Bist du auch? Nee, du bist keine Freundin. Du bist ein Gegner. Ich dachte erst, das wäre dieser Marienkäfer aus der Serie. Autschi. Ich habe nur 3 Energie. Okay. Das ist nicht viel. Also muss ich aufpassen, dass ich das natürlich nicht verliere. So, jetzt sehen wir es, ob ich ein Leben bekomme, wenn ich 100 Stück einsammle. Ja. Ist also ähnlich wie bei Mario. Sind also quasi die Münzen, wenn man so will. Nur halt hier in Form von Blütenblättern. Gut, gefällt mir die Idee. So, komme ich da rein? Hep. Ja. Ich weiß nicht genau, wofür das ist. Ich habe jetzt auch wieder vergessen zu achten, ob das vielleicht für Blumen ist oder so. Hep. Also, jetzt habe ich wieder Vollenergie. Und wieder vollen Honig. Nein. Ich möchte gerne alle Blüten haben, wenn man sie schon einsammeln kann. Ich werde sowieso nicht alle einsammeln. Ich werde ich wahrscheinlich jetzt nur am Anfang machen und später wahrscheinlich gar nicht mehr. Ich versuche halt so viele wie möglich einzusammeln. Weil je mehr Leben man hat, desto besser ist das Ganze doch eigentlich, ne? So eine nette Sache hier. Kann man lieber so lang... Nein. Bin ich doch runtergefallen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Hä? War da gerade irgendwas? Ja. Ja. Komm schon hoch. Gut. Okay, ich habe jetzt irgendwie so ein Kleeblatt eingesammelt. Ich weiß nicht, wofür das ist. Vielleicht ist es ein Checkpoint, wenn man stirbt. Möglich ist es ja. Soll ja Checkpoints geben in einigen Spielen.
So, hüpfen wir einfach jetzt hier mal so richtig hin. Gut, dass es funktioniert hat. So, ein Marienkäfer, er ist tot. Okay, das Blütenblatt da oben, wunderschön. Ja, also, da kommen Erinnerungen an die alte Biene Maya hoch. Nicht diese neue 3D-Biene Maya, die ich nicht leiden kann, warum auch immer. Ich weiß nicht, die verspürt nicht so einen Charme. Zumal sie da verdammt dünn irgendwie ist. Naja, egal. Kinder freuen sich heutzutage an diesen ganzen 3D-Kram. Ich bin noch aus der Generation, da habe ich mich halt über Zeichentrick gefreut. Ich meine, ist ja nicht alles schlecht an 3D. Es gibt auch gute 3D-Filme. So ist es ja nicht. Toy Story zum Beispiel finde ich zum Beispiel toll oder auch Shrek. Aber ich finde es halt schade, dass man so langsam alles irgendwie in 3D macht. Dass es dieses Handgezeichnete eigentlich gar nicht mehr wirklich gibt. Das finde ich ein bisschen schade. Aber sei es drum, das ist ja jetzt nicht das Thema. Das Thema ist ja dieses Spiel hier. Und bis jetzt finde ich das Spiel recht unterhaltsam. Muss man so sagen. Man kommt auch recht schnell durch hier. Ich weiß gar nicht, wie lange ich für dieses Spiel brauchen werde. Da ich das Spiel ja nicht kenne. Wenn das hier alle Level sind, dann sind wir ziemlich ratzfatz durch. Also, aber ich denke mal, es gibt wahrscheinlich viele Level. Naja, wir werden es ja sehen. Ich hoffe, dass ich unter 20 Parts bleibe. Aber wir werden sehen. Ah, okay, hier gibt's viele Gänge. Sehr viele Gänge. Was bringen mir diese ganzen Gänge? Ich habe keine Ahnung. Ich laufe jetzt einfach mal blind drauf los. Ich meine, was soll man bei einem Blindprojekt auch machen, ne? Man kann ja nur blind irgendwo langlatschen. Okay, wir finden hier einen Haufen Blütenblätter. Aber jetzt nicht unbedingt das, was ich genau suche, weil was ich eigentlich suche in einem Level, ist eigentlich immer primär der Ausgang. Das ist eigentlich immer das Primärziel eines jeden Spiels, der Ausgang. Vielleicht haben wir ihn ja schon hier. Kann er sein. Ne, da ist Energie. Bekomme ich jetzt den vierten Balken? Das bekomme ich nicht, natürlich nicht. Warum auch? Oh Gott, die Brücke, nein. Moment, ich möchte das Ding da oben haben. So. Achso, das ist 10 Blütenblätter. Jetzt habe ich es nämlich genau gesehen. Ich habe jetzt extra auch darauf geachtet, ob meine Blütenblätter sich verändern. Okay. Moment. Achso, da würde ich also nicht sterben. Na, ja, ich wollte aber trotzdem nicht runterfallen. Naja, egal. Latschen wir einfach mal auf dem Boden weiter. Vielleicht finden wir hier ja auch irgendwas Schönes. Ah ja, schau mal an. So. War also auch nicht schlecht, hier lang zu gehen. So. Sehr schön. Ja. Komisches Vieh. Ich habe jetzt vergessen, wie diese Käfer heißen. Ist ja auch egal. Darum geht es ja auch nicht, wie die Gegner heißen. Man muss den Gegnern ja keine Namen geben. Du sollst keine Freundschaft mit denen schließen oder einen Kaffee oder sowas trinken mit denen. So. Kann man jetzt irgendwo hier lang fliegen? Joa, sieht ja so aus. Jetzt hätte ich das machen müssen. So. Also dieses Level ist auf jeden Fall länger als die anderen bisher. Ob es jetzt gut ist oder nicht, bleibt jedem selber überlassen. Achso, da komme ich noch wieder hoch, okay. So, ich habe langsam keinen Honig mehr, also bist du jetzt doof. So, du bist tot. Komme ich vielleicht mal Honig, aber man kriegt viel zu viele Blüten, also. Das ist ja Wahnsinn, ich habe jetzt schon 6 Leben. Ist das, weil ich auf leicht spiele? Kann das sein? Möglich ist es ja, so baue ich wieder auf, damit ich mehr Honig bekomme hier. So. Und jetzt, wupp. Hat aber gut funktioniert. Gott, jetzt kommen auf einmal viele Gegner, ne? Okay. Keine Gegner? Gut, da ist ein Gegner. Ja, ich sammle jetzt nicht alle Blüten ein. Es gibt wirklich viel zu viele Blüten. Für meinen Geschmack. Okay. Okay. Ja. Keine Ahnung, was ihr für Viecher seid. Also, man kommt hier ganz runter. Ach, hier sind nur wieder Blüten. Ja. Also ich glaube, wenn das so weitergeht, haben wir bald 100 Leben voll oder so. Weil wir immer noch ganz am Anfang sind. Da ist wieder so ein komisches Ding. Hä? Achso. Ich stand gerade plötzlich da in dem Ding in der Luft. Sah es kurz aus. Hier ist gar nichts mehr. Okay, da ist wieder Energie. Brauche ich ja nicht. Ich verliere irgendwie nie Energie. Einmal habe ich Energie verloren, ja. Aber das ist ja nicht so dramatisch. Marienkäfer, tot. Dann sind wir auch bald mal durch. Hier komme ich ja gar nicht nirgendwo hin. Das ist ja ulkig. Weil dieses Level ist echt verdammt lang. Wow, was ist jetzt los? Ganz ruhig, ganz ruhig. Komm, beruhig dich. Gut. So, hat's kurz ordentlich gestockt. Kann ja auch mal passieren. Solange das nicht die Tagesordnung ist. So, da muss ich hoch. Und hey, da ist endlich der Ausgang. Mann, das war ein langes Level. Wirklich, verdammt lang. Aber wir haben es geschafft. So, ich glaube, dass ich nicht alle in einem Part schaffen werde hier. Ich meine, versuchen kann ich es ja. Kommt drauf an, wie schnell man durchkommt, ne? So. Suchen wir einfach primär jetzt den Ausgang. Ne? Vielleicht finde ich ihn ja innerhalb von 2 Minuten. Könnte ja sein, man weiß es ja nicht.
Möglich ist es ja. Möglich ist alles. So. Kürzen wir mal ein bisschen ab hier. Autschi, was war? Wo bin ich? Achso. Ich habe mich gerade nicht mehr gesehen. Okay, hier kommen Stacheln nach unten. Das ist aber auch nicht schön. Das ist aber nicht die feine Art. So. Ameisensoldaten, okay. Ja. Ich wollte nicht nach ganz unten fallen. Da möchte ich bestimmt auch nicht reinfallen. Würde bestimmt Aua machen. Ja, das ist ganz toll. Der Honig fällt in alle möglichen Richtungen, aber nicht in meine. Und noch mehr Ameisensoldaten. Ach, das hätte ich vielleicht ausnutzen können. Ah, nee, habe ich nicht geschafft. So, ich möchte gerne da hoch. Ist das überhaupt möglich? Ja. Vielleicht bringen wir das ja was. Bis jetzt sieht es ja ganz nett aus hier. Irgendwie, ja. Ist ja ganz toll. Ja, ah, verdammt. Aber ich sterbe ja nicht dadurch. Ist auch gut. Nee, ich möchte lieber da oben lang. So. Achso, man kann auf dich drauf. Jetzt bin ich hier. Toll, und jetzt habe ich keinen Honig mehr. Schade. Also ich muss hier unten irgendwo weiterlatschen. In Hoffnung halt, irgendwas zu bekommen. Vielleicht bekomme ich ja was, kann das sein? Ja, da ist Honig. Komm her, lieber Honig. So, ganz schön. Vielleicht hätte ich mir mehr Honig holen sollen, ja. Ich hole mir mal lieber ein bisschen mehr davon. Und dann gehe ich ein Stückchen zurück, wo ich eigentlich fliegen wollte, was ja nicht vergönnt war, weil ich ja keinen Honig mehr hatte. So, und zurück. Wo war denn das? War so weit hinten? Bin ich schon so weit gelaufen wieder? Ja. Ich glaube, da komme ich gar nicht mehr hin, ne? Nö. Na gut, dann nicht. Dann laufe ich halt doch hier weiter. Was anderes bleibt mir im Moment ja nicht übrig. So. Wo kann ich denn genau hin jetzt? Muss ich jetzt wirklich hier runter? Ja, sieht ja so aus. Schade. So, haben wir denn bald mal den Ausgang? Ich hoffe, das ist jetzt nicht wieder so ein elends langes Level wert hier. So, du bist doof. Nein. Ach. Nerv. Sowas ist nerv. Hüp. Und hüp. Problem ist, wenn man sich umdreht, dann läuft Biene Maya ja schon so ein Stückchen. Da, die läuft so ein Stückchen und dann, wenn man nah am Rand ist, dann fällt man halt runter. So, du fällst mal runter. So. Schon wieder ein Leben dazu bekommen, das ist Wahnsinn. Ah, der Ausgang. Jo, das ging schneller als das letzte Level. Also würde ich sagen, ein Level können wir noch schaffen. Oh, was ist denn jetzt los? Bonus-Level oder so? Jo, sieht so aus. Haben wir ein Bonus-Level. Für mich sieht das gerade aus wie ein Bonus-Level. Oder gehört das zum Level dazu, weil das Level jetzt so kurz war? Ich habe keine Ahnung. Wir fliegen jetzt einfach hier durch, wo wir es können. Ne? Und zurück. Boah, also der Rückwärtsgang ist wirklich mühselig. So, nach vorne fliegt sie verdammt schnell, aber rückwärts ziemlich langsam. So, tipp. Wehe, da oben sind jetzt auch Blumen. Das will ich nämlich nicht kriegen, oder? Ja, doch. Aber bis jetzt habe ich alle Blumen gekriegt hier in diesem Bonus-Level. Ja, das werde ich nicht schaffen. Oder. Ja, habe ich geschafft, aber jetzt schaffe ich es nicht mehr. Schade. Naja, egal. Hier liegen ja überall Blüten, also. Game over gehen könnte man eigentlich gar nicht in diesem Spiel. Ich glaube zumindest nicht. Deshalb, man stellt sich verdammt dämlich an, was mir natürlich passieren könnte. Irgendwann einmal. Na, ach, scheiß auf die seine Blume. So, die beiden möchte ich gerne haben. Und die beiden da oben auch. Gut. Wäre alles wunderbar funktioniert. Da unten ist Energie. Brauche ich nicht. Komme ich eh nicht mehr ran. Aber hier sind überall Blüten und das ist auch schön. Noch 35 und habe schon wieder ein extra Leben. Das ist grandios. Na gut. Wir sind gleich durch, hoffe ich, hier. Diesen Bonus-Level. Ja! Der hat mich jetzt erschreckt. Also wenn das Bonus-Level jetzt zu lange dauert, schaffen wir vielleicht diese eine Bahn da doch nicht mehr. Obwohl, ich möchte sie eigentlich gerne schaffen. Weil es wäre so ein grandioser Abschluss dann immer für einen Part. Aber ich bin ja gleich schon bei 15 Minuten. Ah, Zwiespalt. Wird ja auch nicht zu lange Parts immer haben. Ja, nein. Ja. Da kann ich jetzt nichts mehr machen, der kam so blöd. Ja, das Level dauert wirklich viel zu lange. Aber das ist nur so ein Bonus-Level, scheinbar ist. Für mich wirkt das gerade wie ein richtiges Level, wenn ich ganz ehrlich bin. Yay. Ah, ich hab's endlich geschafft. Toll. Ach, zwei Bänder noch übrig. Na gut, dann bin ich hier an dieser Stelle den Part. Und L und R. Kann ich nicht machen. Na gut.
Ich beende an dieser Stelle den Part und mache dann beim nächsten Mal weiter. Also bis dahin, tschüss.